Wir kommen zum Thema sichere Kommunikation in verteilten Systemen und beschäftigen uns jetzt zuerst einmal damit, was wir damit überhaupt meinen und was überhaupt die Herausforderungen sind. Wenn wir jetzt von sicherer Kommunikation in verteilten Systemen sprechen, dann meinen wir verteilte technische Systeme. Das heißt, es geht uns darum, dass wir mehrere Knoten, mehrere Hosts in einem technischen verteilten System haben und da zwischen diesen Hosts eine sichere Verbindung, eine sichere Kommunikation herstellen möchten, sodass die Benutzenden dieser Hosts, sofern es solche Menschen gibt, sofern das nicht automatisch kommunizierende Systeme sind, davon ausgehen können, dass ihre Kommunikation soweit abgesichert ist, dass niemand sie beeinflussen oder mithören kann. Da kommen wir auch schon zu dem wesentlichen Punkt. Was heißt denn überhaupt sichere Kommunikation? Was möchte man denn verhindern? Was möchte man denn überhaupt an Eigenschaften dieser Kommunikation herstellen, damit wir von sicherer Kommunikation sprechen können? Es gibt grundsätzlich vier Aspekte, vier Herausforderungen, die man vermeiden, verhindern möchte, wenn man eine sichere Kommunikation baut. Das ist zuerst einmal das Abfangen der Kommunikation. Das heißt, wie gesagt, ich habe zwei Knoten, einen Knoten A, einen Knoten B. Diese Knoten kommunizieren miteinander. Und die Frage ist jetzt, wo liegen denn die Einflussbereiche bzw. die Herausforderungen? Und das erste wäre das Abfangen, das heißt, dass jemand, der außerhalb dieses Kommunikationsablaufes, also ein C steht, diese Kommunikation mithören kann, abfangen kann, vielleicht trotzdem wieder weiterleitet, sodass es der B nicht merkt, aber mitbekommt, was denn an Kommunikation, an Information übertragen wird. Das zweite, was wir haben, ist die Störung. Störung wird bedeuten, wir versuchen, die Kommunikation zu unterbrechen, das heißt zu unterbinden, dass die Systeme miteinander kommunizieren können. Praktisches Beispiel, ganz bekannt, Denial-of-Service-Attacken, das heißt Attacken, die darauf abzielen, dass ein Knoten in einem Kommunikationssystem durch zu viele Anfragen so weit belastet wird, dass er abstürzt und nicht mehr kommunizieren kann. Das wäre ein klassischer Fall für Störung von Kommunikation. Das dritte ist das Verändern von Information. Das ist also, dass eine Nachricht, die vom A abgesendet wird, vom C nicht nur abgefangen wird, sondern auch noch verändert wird. Das heißt, dass da also Nachrichtstrich, dass da eine Information verändert ist und der B das nicht bemerkt, dass etwas an der Information anders gemacht wurde oder verändert wurde. Und letztendlich wäre die Fabrication, das Einbringen von Kommunikation, wird bedeuten, dass der A gar keine Nachricht sendet, sondern der C eine Nachricht abschickt, an den B sendet, die so ausschaut, wie wenn es vom A kommen würde, ohne dass der A etwas davon weiß und ohne dass der B merkt, dass es von jemand anderen kommt. So, das sind die grundlegenden vier Herausforderungen, die wir angehen müssen, wenn wir sichere Kommunikation in technischen Systemen herstellen wollen. Und dafür gibt es wiederum vier Sicherheitsmechanismen, die man klassischerweise verwendet. Das ist die Verschlüsselung. Verschlüsselung hilft uns dabei, die Information so einzupacken, dass sie von niemand anderem mitgelesen kann, außer den berechtigten Kommunikationsparteien. Wie das funktioniert, sehen wir uns nachher gleich an. Das ist die Authentifizierung. In der Authentifizierung stellen wir sicher, dass die jeweiligen Kommunikationspartner die sind, für die sie sich ausgeben. Das heißt, wir verhindern, dass sich jemand einfach in unsere Kommunikation einschalten kann und so tun kann, als wäre er denn die andere Partei. Die Autorisierung, das wäre ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass kontrolliert wird, ob ein Kommunikationspartner etwas überhaupt darf, also eine Manipulation zum Beispiel an Daten überhaupt vornehmen darf, irgendwelche Daten überhaupt abrufen darf, bevor er sie dann auch bekommt. Das heißt, wir schicken eine Anforderung zum Beispiel an einen Server und der Server muss zuvor
zuerst einmal authentifizieren, heißt einmal prüfen, wer sind wir denn, und dann kann er darauf aufbauen, eine Autorisierung durchführen, kann also schauen, ob wir überhaupt diese Information anfordern dürfen, bevor uns die Antwort zurückgibt. Und letztlich die Kontrolle, das heißt das Überwachen des Kommunikationsablaufes, sodass vielleicht auch im Nachhinein zumindest feststellbar ist, wenn Kommunikation verändert oder beeinflusst wurde. So, das sind die vier grundlegenden Sicherheitsmechanismen. Wir werden uns jetzt in erster Linie mit Verschlüsselung und Authentifizierung beschäftigen, weil das die Mechanismen sind, die direkt am Kommunikationskanal wirken. Die Autorisierung und die Kontrolle, das wirkt in den Knoten, die miteinander kommunizieren. Das ist vielleicht etwas, was wir uns im Themenbereich 3, wo es dann um die Abstraktionsmodelle und die Software geht, nochmal anschauen können. Die grundlegenden Konzepte finden wir aber in der Verschlüsselung und in der Authentifizierung. Das sind auch jene, die heute im Wesentlichen der sicheren Kommunikation zugrunde liegen.